Moin Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Skyteria mit einem weiteren Let's Play Along. Ja, den Spieletitel könnt ihr gerne auch selbst hier ablesen, seid nicht so faul, auch wenn Sonntag ist. Ist nicht mein Problem. Ja, zum Spielgenre. Es handelt sich um ein Roguelike Side-Scrolling RPG. Was das bedeutet, könnt ihr gerne googeln, seid nicht so faul. Und die Spielbeschreibung, ja, die braucht euch eigentlich auch nicht wirklich interessieren, denn wenn ihr das denn wollt, dann könnt ihr ja auch gerne die nächsten 15-20 Minuten hier reingucken oder 30, je nachdem. Und ja, dann seht ihr eigentlich auch selbst, worum es hier geht. Und von da würde ich sagen, eigentlich schon genug gelabert, rein geht's in dieses namenlose Let's Play Along. Play. Ja, solltet ihr jetzt vielleicht doch etwas irritiert sein, warum ich von meiner üblichen Begrüßung abgewichen bin, dann hat das einen ganz einfachen Grund. Und zwar wurde mir mitgeteilt, natürlich mit viel Charme und ein bisschen Ironie, Sarkasmus, wie auch immer, dass ich jedes Mal dieselbe Begrüßung durchziehe. Und ja, ich dachte mir dann, okay, dann mache ich es diesmal ein wenig anders. Und ich muss gestehen, es geht um einiges schneller, es spart verdammt viel Zeit. Sollte ich vielleicht mal überlegen, ob ich das in Zukunft nicht so beibehalte. Und ja, wobei, nein, eigentlich bin ich das gar nicht, muss ich echt sagen. Nee. Also, ich finde, manche Sachen dürfen gerne so bleiben, wie sie sind. Aber mal gucken. Ich werde mir da auch in Zukunft vielleicht irgendwas einfallen lassen. Ja, also jetzt hier in diesem Spiel, WASHACK, geht es darum, nur ganz kurz erklärt, sonst wahrscheinlich seid ihr völlig verwirrt und bla bla bla. Wir spielen einen Helden, ganz in Rollenspielmanier, der in einen Dungeon gesteckt wird. Und unser Ziel ist es, mit diesem Helden bis ans Ende dieses Dungeons zu gelangen, beziehungsweise ja, es geht immer weiter runter und wir müssen bis zur letzten Ebene kommen, um dort ein sehr, sehr wertvolles Artefakt zu besorgen, beziehungsweise uns anzueignen. Ja, das Problem daran ist, dass es in einem Dungeon natürlich auch immer wieder Monster gibt, Fallen und sonstige Ereignisse. Das Schöne in dem Fall ist, dass es sich hier um einen zufallsgenerierten Dungeon handelt. Das heißt, jeder verdammte Durchlauf ist anders. Ich habe bisher zweimal versucht, hier diesen Dungeon zu bezwingen, mit mäßigem bis gar keinem Erfolg. Und deshalb dachte ich mir, ich nehme euch jetzt auch mal mit auf eine kleine Reise. Wie gesagt, das Ganze ist im Side-Scrolling-Stil. Alles ist zufallsgeneriert, auch die Gegenstände. Und damit jetzt genug gesagt. So, was will ich denn spielen? Ritter, Valkyrie, Wizard, eine weiße Hexe, Zauberer, also schwarze, weiße Magie, Zauberin, Jäger oder die Jägersfrau. Da ich gerne eine Katze als Begleiter hätte, ja, wir haben ja auch Begleiter, die kommen für mich eigentlich ohne nur die zaubernden Klassen in Frage. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ja hier den Wizard zocken. Ich sehe auch fast so aus, also hier glatzköpfig, langem Bart, passt schon. So, die Gesinnung. Neutral. Ach, wir können gar nicht böse sein mit dem. Ja, natürlich nicht. Schade eigentlich. Schade. Kann ich hier an den Attributen was verändern? Auch wie gesagt, Standard, RPG-like. Ja. Ich werde hier nicht viel ändern, denn Intelligenz und Weisheit, das dürfte soweit okay sein. Gut, jetzt aber auch rein in diesen Dungeon. Ja, ja, hier nochmal die Geschichte von wegen, wir müssen bis nach unten gelangen und uns dieses wertvolle Artefakt aneignen. So, ihr seht schon. Wie gesagt, Side-Scrolling. Hier ist auch unser Kätzchen und auch gleich mal ein Gegner. Super. Ja, das Kätzchen heißt Sassy. Und jetzt haben wir schon mal ein erstes Feature in diesem Spiel auch. Das Kampfsystem. Und zwar ist das Ganze, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so aussieht, rundenbasiert. Das heißt, nur wenn ich mich bewege, macht auch der Gegner einen Zug. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schritt nach vorne gehe, dann wird er einen Schritt auf mich zukommen. Das Ganze kann man natürlich beschleunigen, also je nachdem, wie schnell man seine Bewegungen ausführt. Und wir gucken mal, ob wir diesem Kobold, Goblin, wie auch immer, Herr werden können mit unserem Zauberstab. Begon! Zip! Jawohl, das war's auch schon. Hier haben wir auch eine Schriftrolle. Und die Gegenstände in diesem Spiel sind auch sehr, sehr interessant, finde ich, denn ja, die meisten Gegenstände sind unidentifiziert und können
entweder sehr, sehr gute Sachen beinhalten oder verursachen oder auch sehr, sehr schlechte bzw. schlimme Sachen. Das geht hin bis zu Gegenständen, die wir, wenn wir sie ausrüsten, nicht mehr ablegen können. Über, ja, es kann sein, dass wir unsichtbar werden, es kann sein, dass wir blind werden. Das ist auch ein sehr schöner Effekt, vielleicht sehen wir den sogar in diesem Durchlauf. Es kann sein, dass wir über den Boden schweben, was zwar an sich nicht schlecht ist, wir können dann so ein bisschen rumfliegen hier. Das Problem ist, dass wir die Sachen am Boden nicht mehr einsammeln können. Also das Ding ist schon zum Teil sehr, sehr garstig. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier... Ah ja, oh, okay, gut. Wir haben einen Edelstein, wir haben... Ja, a dark green potion. Ja, und das sieht man eben schon. Es steht zwar hier, was es ist, aber hinter diesem Trank kann sich alles verbergen. Das heißt, wir könnten ihn entweder jetzt dann selbst trinken... oder unserer Katze geben, so als Testopfer, Versuchskaninchen meine ich. Oder wir könnten diese Potion auch einem Gegner an den Kopf werfen, wobei auch dann kann natürlich alles passieren. Je nachdem, es kann auch eine heilende Potion sein und dann ja, haben wir ein Problem. So, Dagger brauche ich nicht, hoffe ich mal. Also hier ein Dolch. Ich werde meinen Zauberstab nicht ablegen. Okay, eine tote Ratte. Ein Edelstein, sehr schön, denn es gibt ja, soweit ich weiß, auch Shops. Nicht, dass ich zu einem gelangt wäre in meinen ersten zwei Durchläufen. Oh, Gegner. Seppi, Seppi. Den treffe ich hier, ja, den treffe ich von hier noch gar nicht. Komm rauf. Genau, okay. Wie gesagt, mehr oder weniger Runden passiert. Sieht im ersten Moment sehr, sehr einfach aus. Be gone. Ist es aber zum Teil wirklich nicht, was natürlich auch daran liegt, dass die Gegenstände eben irgendwie deinen ganzen Versuch hier zerstören können. Zip. Dankeschön. Oh, eine Birne. Ja, Schwert brauche ich im Grunde nicht. So, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, da wird es runtergehen, aber ich möchte mich natürlich auch hier erstmal noch umsehen. Oh, was ist das denn? Ist das eine Wasserstelle? Okay, sowas hatte ich bisher auch noch nicht. Und einen Knüppel, den ich jetzt aber auch nicht aufsammeln werde. Wie verwende ich die Wasserstelle? Ah ja, okay. Drink from the fountain or dip something. Kann ich da was reinwerfen? Tatsache. Schauen wir mal. It's replaced by one. Ach so. Okay. Kann ich auch trinken davon? Falls ja, was passiert? Ah, Charisma plus 1. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier? Nochmal ein Edelstein. Okay. Oh, ein Gegner. Sieht mich der schon? Ja. Spätestens jetzt. Zap. Nein! Ich hab Sassi getroffen! Nein! Ja, Friendly Fire gibt's hier auch. Sassi, kann ich dich heilen? Feed? Tja, das hat jetzt gar nichts bewirkt, wie es scheint. Give? Kann ich dir auch was geben? Ach, bist du mein Backesel hier? Als Katze. Finde ich auch super. Mal ausprobieren. Ja, scheint so. Na, egal. Sassi? Komm du mal mit. So, was haben wir denn hier? A Silver Potion... Eine Keule brauchen wir nicht. Ja, das wollte ich eigentlich auch nicht einsammeln, aber egal. Okay, hier bin ich falsch. Wir wollen ja runter. Immer weiter runter. Bin sehr gespannt, wie lange ich hier überleben werde. Okay, das war der, den wir von der Leiter gekloppt haben. Oh, das sind zwei Gegner sogar. Sassi, bleib hinter mir. Oh, you gained a level. Oh, level up, okay. Anatomie. Kampfzauber. Dual Wielding. Erste Hilfe. Magische Präzision. Waffenkenntnis. Waffenpräzision. Ja, da ich ein Zauberer bin. Oh, Moment, was ist das hier? Your Mana restores 25% fast. Oh, das klingt gut. Magic Prism, you deliver 50% more critical hits with... Oh,
Ja. Will haben, mehr Schaden, immer gut. So. Wir haben hier noch einen Zeitgenossen. Dankeschön. Etwas schade, dass es hier keine Sounds hat. Also, hier so Kampfanimationen. Die Kiste ist verschlossen. Ja, ich drehe mal die Kiste. Wow, okay, das hat Sound. Wham! Okay, dann müssen wir es wohl mit was anderem aufbrechen. Ich versuch's mal mit diesem Schwert hier. You break. Ah, sehr schön. Was haben wir denn hier drin? Ah, Münzen. Sehr schön. Eine Karotte. Milky Potion. Ein Zauberbuch, ein Zauberbuch. Will alles haben, will alles haben. Sehr schön, denn einen Zauber haben wir an sich noch nicht. Wir können zwar mit dem Zauberstab hier ein bisschen rumkloppen. Read. Und wir haben auch nur zwei Schriftrollen. Fubi Bletch Scroll, ja. Wie gesagt, hier verbirgt sich was auch immer. Ich versuche das jetzt einfach mal. Bioki Scroll. Nothing happens. Na Gott sei Dank. Muss ich wahrscheinlich froh sein. Einen haben wir noch. Nothing. Oh, sehr schön. Okay. Aber das Zauberbuch. Ich hoffe, dahinter verbirgt sich ein Angriffszauber. Oh, ja. Oder das ist auch, sollte auch ganz okay sein. Das heißt, wir können schneller laufen, glaube ich. Naja. So wirklich viel Unterschied ist das nicht, glaube ich. Aber okay. Hört das auch wieder auf irgendwann? Egal. Gut. Eine weitere Ratte auf unserem Weg zum Amulett. Begonnen. Sehr schön. Was hat's hier? Oh, Käse. Käse. Und, oh ja, Rattenfleisch. Nom, 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 nom. Sehr schön. Noch ein Edelstein. Ah, 100 Fuß, ja. Aber ich will hier natürlich noch weiter gucken, ob wir irgendwas finden. Wie gesagt, ein Angriffszauber wäre sehr schön. Was hast du da jetzt angefaucht, liebe Sassi? Ah, okay. Ah, hier steht sogar. Kann meine Katze die Gegenstände identifizieren? Eine verfluchte Keule. Ja, und die Dinger sind super. Also ich habe da beim ersten Durchlauf habe ich einen dicken Knüppel hier eingesammelt. Dachte mir, yay, super, Schaden und so, ne? Gleich mal ausrüsten. Dann hat sich herausgestellt, dass das Ganze ein verfluchter Knüppel war und ich den nicht mehr ablegen konnte. Ja, habe ich auch nicht schlecht geguckt, beim ersten Mal. Und das kann hier eben mit den ganzen Gegenständen passieren. Dass, wie gesagt, entweder sehr, sehr gute Sachen geschehen oder sehr, sehr schlechte. So. Ja, wieder eine Kiste. Machen wir wieder auf. Gucken wir, was drin ist. Ah ja, hier haben wir es schon. Ja, zwei Helme, aber wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Und zwei Schriftrollen und eine Sky Blue Potion. Ja, nehme ich auch alles mit. Und hier hat es wieder Wasser von denen. Also Brunnen eigentlich. Ja, bla. Becken, wisst ihr, was ich meine? Nothing happens. Gut so. Also, wenn ich hier trinke. Ich bin. I'm stunned. Wow, okay. Jetzt läuft der Charakter teilweise in die entgegengesetzte Richtung. Ah, help! Oh Gott. Dankeschön. Ist schon wieder vorbei. So. Also, ich will nicht zur Kiste. Hier liegt doch noch. Genau, ein Apfel. Den wollte ich. Dankeschön. So, mal gucken, was sich hinter diesen beiden Schriftrollen verbirgt. Wieder nichts. Finde ich sehr interessant. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, bin ich gar nicht so unglücklich darüber. Hallo? Ah, jetzt lässt auch der Geschwindigkeitszauber nach. Und langsam verschwinden auch die Aufladungen von meinem Zauberstab. Das ist etwas schlecht, weil wenn die weg sind, dann muss ich mit dem Stab an sich zuschlagen und das ist meistens eine schlechte Idee. Eine Schriftrolle, eine Rüstung und irgendwas. Oh, ich bin überladen. Ja, gut, als Zauberer, klar. Acid Blob. Das Säureblase klingt nicht gut hier. Okay. Oh, you gained a level. Sehr schön. Ja, ich nehme dasselbe nochmal. Die magische Präzision. Gut. Komme ich hier irgendwie anders auch wieder raus, außer mit Escape? Nee. Okay. Was soll's? Münzen? 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 Ja, natürlich will ich die aufheben.
So, ich guck mal kurz ins Inventar. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ja, wir hätten zwar jetzt eine bessere Rüstung, also vom Rüstungswert wahrscheinlich, aber als Magier hier so ein Dingens zu tragen, ist, glaube ich, ohnehin nicht vorteilhaft. Außerdem, wie gesagt, wir wissen nicht, was sich hinter diesen verdammten Dingern verbirgt. Ich werde das jetzt mal testen. Mit diesem wunderschönen Helm. Schauen wir mal. Ah, Glück gehabt. Glück gehabt. Okay. Das war wahrscheinlich noch das Beste, was uns passieren konnte. Mal gucken, wie es mit den Schuhen aussieht. Oh, sehr schön. Glück gehabt. Nichts passiert. Nichts passiert. Also die hier werde ich auf jeden Fall nicht anziehen. Oder überstreifen. So. Ach, wir haben einen Silberring. Wo habe ich den denn dann gesammelt? Ah ja, auch hier ist nichts passiert. Wundert mich gerade. Also richtig Glück im Moment. Wie gesagt, beim ersten Mal oder auch beim zweiten Mal, das war ganz schlimm. Egal, was ich da aufgehoben habe, was ich verwendet habe, das hat mich ja in tiefen Ärger gestürzt. Sagen wir es mal so. So, dann gucken wir mal, was diese Schriftrolle. What the hell? Oh, okay, eine Teleportationsschriftrolle. Ah, zu einer Fledermaus. Okay. Die sind etwas fies zu sehen da hier im Hintergrund von der Farbgebung. Ah, das hat sich aber gelohnt. Ein blaues Zauberbuch. Ach, das muss ich erst lesen. Ja. Drück schon wieder die falsche Taste. Jetzt hier. Angriffszauber, bitte. What? What? Okay, ich glaube, das Buch hat unseren Magier dezent überfordert. Okay, das wusste ich auch nicht, dass das überhaupt geschehen kann. Sehr interessant. Gut, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Wo ist meine Katze? Warum laufe ich so? Ach so, stimmt, ich bin überladen. Moment, das müssen wir ändern. Ich laufe hier sehr, sehr langsam rum. Drop. Dankeschön. Laufe ich jetzt wieder etwas schneller? Ja, ich glaube. Ja. Genau. Sehr schön. Kein Penalty mehr für Überladung. Und was meint ihr? Ich bin hungrig. Habe ich was zu essen? Müsste ich eigentlich. Oh ja, hier. Kriegst du mal einen Apfel. Sehr schön. Und schon wieder ein Zauberbuch. Geht ja richtig gut voran hier. Das lesen wir gleich mal. Dark Green Spellbook. Hoffentlich kann ich das lesen. You learn Wizard Lock. Was ist Wizard Lock? Gleich mal testen hier. Wahrscheinlich passiert gleich irgendwas ganz. Oh. Okay. Verletzt das? What the? Oh, ich dachte, das wäre von Dauer. Ich dachte, das wäre von Dauer. Geh weg. God dang it. Okay, das scheint so ein Lähmungszauber zu sein. Okay, das kann durchaus hilfreich sein. In so mancher. You're beginning to feel hungry. Seriously? Ich habe doch gerade einen Apfel gegessen. Hier kriegst du noch eine Karotte. Damn it. Oh, 200 Fuß. Aber wie gesagt, hier, ich will alles sehen, alles gucken, alles haben. Ich finde es nur gerade etwas schade, dass meine Katze weg ist. Sassi. Sassi. Oh, nicht hier in die Tiefe. Okay. Seppi. Okay. Oh, you gained a level. Schon wieder. Das geht doch richtig zackig hier. Dann nehme ich hier mal das Mana-Upgrade-Dingens. Ja, wo ist meine Sassi? Oh, Sassi! Kuckuck! Na, wie geht's dir? What do you want to do? Tabby Kitten. füttern mit hier Dark Green. Ja, ich hoffe, dir ist nichts geschehen. Nee, sieht gut aus. Alles klar. Pick up a Tiger Eye Ring. Moment, verletzt mich das? Lieber. Ja. Vorsichtshalber wegpacken das Ding. Käse. Sehr schön. Links oder rechts?
Oh, no, 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 ich mag keine Spinnen. Ja gut, was heißt nicht mögen? Im Grunde sind sie mir relativ egal. Es sei denn, so ein ja, Riesenvieh kommt auf mich zu, das muss ich dann auch nicht unbedingt haben. Okay, 200 Fu. Oh oh. Au, au, ach so, ja stimmt, der Strahl, der springt. Au, 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 der wird zurückgefedert. Von Wänden und dergleichen. Autsch. Autsch. Das tat nicht gut. Und eine Readme-Schriftrolle. Super. This is Scroll of. Oh, wir haben die ganze Map hier freigelegt. Sehr schön. Ich werde aber kurz hier mal mich ausruhen, weil ich mich ja selbst verletzt habe. Los. So, sehr gut. Wir sind wieder gesund. Denn wie gesagt, man hat ja alle Zeit der Welt, das stimmt wirklich, was hier auch stand zu Beginn. Allerdings, man hat eben auch nur ein Leben. Und darauf sollte geachtet werden. Ja, mal ein bisschen schneller laufen hier. Oh, nicht zu schnell. Und ich habe nur noch drei Aufladungen mit dem Zauberstab. No. What the hell? Ach, die können auch zaubern. Das finde ich nicht wirklich nett. Gosh dang it. Ich bräuchte halt echt mal auch einen Zauberstab jetzt hier irgendwie wieder was Neues. Oh, fuck me, was bist du denn? Oh, ein Ork. Aua. Das könnte jetzt eigentlich auch schon unser Ende sein. Wir haben nur noch eine Aufladung. Und ich glaube nicht, dass der stirbt mit einem Schlag. Was ich versuchen könnte, wäre jetzt dieses Magic Lock Dingens. Oh fuck, das sind. Oh, nein, 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 das sind ja zwei. Ich kann aber, glaube ich, auch nicht vorbei an denen. Kann ich die gleich nochmal zappen? Kann ich dann hier einschlagen drauf? Oh, nein, 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 nein. You gain the level. Schlechter Zeitpunkt. Moment. Ja, doch, ich werde hier schon mal ausrüsten. Erste Hilfe. Okay. Unsere Gesundheit regeneriert sich etwas schneller. Geh weg. Gosh dang it. Okay. Ja, also ohne Zauberstab ist das Ganze etwas schwieriger. Für einen Zauberer. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Oh, Ork-Innereien. Nom 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 nom. Okay, ich muss kurz mal ins Inventar. Ich werde das wieder rauswerfen, denn das ist mir schon wieder viel zu schwer hier. Ich frage mich, ich dachte echt, hier gäbe es irgendwo Shops und so, aber bis jetzt. Was? You have a sad feeling for a. Rest in peace? Was? Sassy? Sassy? Warum ist Sassy? Ach, Menno. You're still hungry, na komm. Warum? What the hell? Oh, fuck. We can upgrade. Okay, das Ding ist jetzt mal eingefroren. Ah, okay, alles klar. Wenn wir etwas oft genug benutzen. Ja, gut, auch Standard-like. Level 5 Wizard. Okay. Ich will nur, ehrlich gesagt, das Zauberbuch. Dann zapp ich dich gleich nochmal, damit du auch lange genug eingefroren bleibst. Und ich mache mich jetzt wieder aus dem Staub.
Denn ich werde jetzt erstmal dieses Zauberbuch lesen. Und hoffen, dass hier irgendwas Gutes jetzt auch bei rumkommt. Sonst habe ich... Seriously, wo kommst denn du jetzt her? Ah, was? Ich habe mich selbst... Ah! Ich habe mich selbst eingefroren. Ach, Gott sei Dank. So. Okay, Magic Mapping, das hatten wir schon. So, darf ich jetzt bitte dieses Zauberbuch mal zu Ende lesen? Auf. Bloody. Oh Gott, das wirkt sich auch auf meine... Oh. Ja, Leute, ich glaube, das war's jetzt auch hier. Ah, help, help, help. No. No. Oh Gott, trifft doch! Oh, Jesus Christ, Mother. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre es gewesen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sassy hinüber ist. Warum läuft das Ding eigentlich die ganze Zeit gegen die Wand? Aber ich will hier auch nichts riskieren. Komm, bleib eingefroren. God dang it! Wow, okay, okay, okay. Das war's, das war's. Ja, das bringt mir jetzt gar nichts mehr. Ich komme hier nicht mehr weg jetzt. Au! Hab ich irgendwas? Kann ich. Hab ich hier. Hab ich Heilpotion, irgend sowas? Hab ich irgendwas? Ich weiß es ja gar nicht. Ich versuche jetzt einfach mal auf gut Glück. Au. Okay. Ich bin gestorben. Ah, herrlich. Do you want your possessions identified? Ja, bitteschön. Wenn ich schon nichts mehr davon haben kann, dann möchte ich es wenigstens identifiziert haben, meinen Besitz bisher, den ich nicht identifizieren konnte. Oh, was hatte ich denn hier? Oh, der war zum Beispiel verflucht. Oh, ja. Died from a giant bat. 330 Fuß, dann, ja, super. Ja, wenigstens schöne Blumen noch bekommen hier. Okay, also der Umhang war sowieso verflucht. Also den hätte ich auf jeden Fall angezogen, weil ich halt einen Umhang wollte als Zauberer. Ah, okay. Wie sieht's mit den Potions aus? Enlightenment, Halluzination, auf Healing. Ah, damn it. Das wäre es gewesen. Aber wie gesagt, ohne Identifikationszauber nicht auszumachen, welcher ist. Destroy. Ja, oh, das hatte ich auch beim ersten Mal. Diese Schriftrolle. Die ist auch ganz toll. Ich hatte gerade meinen ersten Rüstungsgegenstand gefunden, habe diese Schriftrolle gelesen und zup, bin ich wieder nackig da gestanden, quasi. Weil das Ding einfach mal meine Rüstung zerstört hat. Was wäre das gewesen? Create Monster. Ich glaube, das hatte ich auch beim ersten Durchlauf. Wenn ich auch immer noch nicht verstehe, was es bringen soll, hier Monster zu beschwören, die nicht mal für dich kämpfen, sondern dich angreifen. Aber gut. Uncursed, okay. Ja, nee, alles klar. Wir sind hier soweit fertig. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war es jetzt hier auch. War auch lang genug, denke ich mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ich bezweifle es zwar, denn das Ding ist wahrscheinlich auch eher so auf eine gewisse Zielgruppe ausgerichtet. Ebenso diese, ja, es ist jetzt kein richtiger Dungeon Crawler in dem Sinne, aber doch dieses, ja, mit RPG-Elementen einen Dungeon hinabzusteigen. Wie gesagt, mir macht das Ding schon wirklich sehr, sehr viel Spaß. Sieht zwar wahrscheinlich relativ unspektakulär aus, aber wie gesagt, es können sehr, sehr schlimme Dinge passieren, die mir in den ersten zwei Durchgängen wirklich auch passiert sind. Wahrscheinlich hätte ich die aufnehmen sollen, aber gut. Na, kann man vorher nicht wissen, weil zufallsgeneriert. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Wenn nicht, ist es mir auch latte. Mal so gesagt. Und wenn ihr denn wollt, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Along, Let's Play Whatever und so weiter und so fort. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Sonntagabend. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.